habe das das erste Mal gesehen und fand es ein interessantes Angebot. Bislang habe ich das eigentlich Männer mit dem Wasserschlauch gemacht und das ist jetzt eigentlich so das System von der Autowaschanlage, dass es eben da so Rollen gibt und ja, ist eine interessante Idee. Wenn man sein Auto wäscht, kann man auch sein Fahrrad in die Waschanlage bringen und wenn man sagt Verkehrswende, wir wollen mehr Fahrräder auf Wiesbaden Straßen, dann müssen die auch gewaschen werden, wenn die bei jedem Wetter fahren sollen und ja, dann denke ich, ist eine Fahrradwaschanlage ganz angebracht auch. Ja. Ja, ich habe es einfach hier heute früh schon beim Vorbeifahren gesehen, wurde das angekündigt und ich habe mir schon gedacht, dass es auch um die Stadtbahn geht und da wollte ich mir mal mein Wissen ein bisschen vertiefen, was in Richtung Stadtbahn geht, weil ich eigentlich ein Pro-Stadtbahn-Mensch bin. Ich habe früher mal lange Zeit in Taunusstein gelebt und vor über 20 Jahren haben wir schon die Initiative gehabt, die Ahrtalbahn wieder zu reaktivieren, was aber auf der alten Trasse gar nicht geht. Es ist nötig, weil Wiesbaden eine fahrradunfreundliche Stadt ist. Es ist sehr gefährlich, hier Fahrrad zu fahren und ich fahre hier nur Fahrrad. Und auch im Sinne meiner Kinder, die jetzt vermehrt Fahrrad fahren, auf die Straße müssen, weil sie jetzt 10 Jahre alt sind, möchte ich gerne, dass die Stadt einfach sicherer wird für Fahrradfahrer. Ich dachte, das ist sicherlich eine ganz schöne Sache, darüber nachzudenken, wie Verkehr in Zukunft aussehen kann. Also ich finde das sehr wichtig, weil man gerade hier an der Ringkirche mal sehen kann, was an Lebensqualität eben da ist, wenn mal kein Autoverkehr ist. Was ich mir wünsche, dass der Stadtbahn nochmal eine Chance gegeben wird, weil das Bussystem tatsächlich an seine Grenzen stößt. Man sieht, dass wenn man zu den Stoßzeiten unterwegs ist, kriegt man keinen freien Platz mehr im Bus und da müssen wir dringend was tun und deswegen, es gibt genug zu tun noch. Ja. Ja, dafür wäre auch ganz gutes Beispiel aus Mainz zu nehmen und einfach schon für die Straßenbahn irgendwie den Weg zu bauen und sich einfach damit zu bewegen und von anderen Ort auf andere Ort zu gelangen. Ja. Dieses Jahr ist einfach anders, dass die Politiker sich zum Thema Wiesbadener Stadtbahn äußern. Es wird halt diskutiert, ob es wirklich sinnvoll ist, hier in Wiesbaden eine zu eröffnen, wie das gefördert werden kann, mit welchen Mitteln, ob das wirklich vom Verkehrsministerium in Hessen bewilligt werden würde und ob auch die Mehrheit der Bürger dafür wäre. Denn es würde ja den Verkehr erstmal, denke ich, beeinträchtigen, dadurch, dass es erstmal gebaut werden müsste und das sehr langwierig wäre. Aber es würde im Nachhinein sehr viele Veränderungen bringen, die CO2-Emissionen in Wiesbaden senken würden und eben auch den Verkehr sicherer machen. Wir müssen einfach mal überlegen, dass Mobilität wichtig ist, das wussten wir schon immer, aber dass diese Mobilität eben auch besser durch den öffentlichen Verkehr erbracht werden kann, als durch den Individualverkehr, jedenfalls in diesen Städten. Die Effekte, die von einer Verbesserung der Mobilität ohne Miet realisiert werden können, sind uns wert, hier das zu honorieren und dort zu investieren. Wir müssen schauen, wie gehen wir mit dem Verkehr aus dem Umland um. Sie als Anwohner hier in dem Bereich erleben das hier nun tagtäglich. Und für Sie wäre eine Stadtbahn, die den Taunus anbindet, eine ganz wesentliche Erleichterung, weil dann ein attraktives Instrument geschaffen würde, um die Menschen aus dem Umland eben hier rein zu befördern, die aus dem Taunus kommen. Ohne eine Verkehrswende wird es keine Energiewende geben. Also es ist ganz, ganz wichtig, hinsichtlich der Emissionen hier beim Verkehr etwas zu tun. Weil wir auch der Meinung sind oder glauben, und das nachvollziehbar ist, was Fachleute sagen, dass wenn man den Anteil des ÖPNV steigern will, dann ist das Bussystem hier an der Grenze. Ja, also ich habe es letztes Jahr schon gesagt, als ich hier saß, dieses Fest hat etwas ganz Fantastisches. Es visualisiert, wie es aussehen könnte, wenn die Menschen sich die Stadt und die Straßen zurückerobern. Und wie das gehen könnte, das stellen wir uns vor, indem wir uns wünschen wollen, einen umlagenfinanzierten ÖPNV. Dieses Verkehrssystem hier ist nicht dafür geeignet, um Autofahrer auf den Bus umsteigen zu lassen. Das heißt, wir müssen hier sowohl den ÖPNV anbieten, ausbauen und ihn möglichst für alle attraktiv machen. Wenn man die Stadtbahndebatte macht, dann muss man erstmal in die Offensive gehen. Man muss die Ängste vor diesem Verkehrsmittel nehmen. Es gibt massive Ängste, zum Beispiel, wenn man mit Stadtbahn in, sagen wir, mittelbreite oder engere Straßen rein will, dann gibt es ganz schnell Proteste, hier bitte nicht.
So, und deswegen muss man deutlich machen, was will man eigentlich. Und ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie sich auf den Schienenverkehr einlassen, werden Sie in den Standards flexibel, lassen Sie sich von keiner Landesregierung und von keinen Standards gängeln, sondern reagieren Sie mit dem, was Sie da technisch wollen, auf das, was Sie im Straßenraum vorfinden. Dann haben Sie auch die Chance, Akzeptanz dafür zu kriegen. Und wenn man nach Frankreich fährt, nach Straßburg fährt, nach Marseille fährt, nach Bordeaux fährt, dann sieht man moderne Niederflurstraßenbahnen, die Straßen ungeheuer schön gemacht haben. Aus kaputten Hauptverkehrsstraßen wird mit Hilfe von moderner Straßenbahnphilosophie werden wieder integrierte Straßenräume. In der Regel bleibt der Autoverkehr drin, er wird nicht rausgeschmissen, aber seine Flächen werden anders und besser und städtebaulich integrierter behandelt. Wenn das lang-, mittel- und langfristige Ziel ist, Fahrradwege auszubauen und allgemein sichere, auch für Kinder sichere Fahrradwege zu schaffen, ist es bei der momentanen Situation sicherlich hilfreich, wenn Kinder auf jeden Fall ein gutes Gleichgewichtsgefühl haben, vernünftig wirklich ihre Fahrräder beherrschen, ihre Verkehrsmittel, damit sie auch, so wie die Situation momentan aussieht, im normalen Straßenverkehr partizipieren können. Also ich denke, die Resonanz ist hier ganz gut. Also gerade die Leute, die mit ihren Kindern hierher kommen, die bleiben sehr lange da, schauen sich die Stände an, sehen, dass überall was für ihre Kinder dabei ist. Also ich denke mal, dass die Leute schon ziemlich begeistert sind von dem Fest. Also es ist zwar sehr klein, aber es ist immerhin schon ein kleiner Erfolg, sag ich mal.